Mr. Spencer, Sie sind extra aus den USA hierher gekommen. Was hat Sie dazu veranlasst, hier vor der Gedächtniskirche eine Rede für uns zu halten? Weil ich an die Freiheit der Rede und die Menschenrechte glaube und weil diese vom schleichenden Einfluss der Scharia in Europa und den USA bedroht werden. Außerdem will ich mit den Leuten hier in ganz Europa und der ganzen Welt, die für Gerechtigkeit eintreten, zusammenstehen. Wie groß ist Ihrer Meinung nach die Gefahr, dass der Islam hier in Europa immer mehr an Einfluss gewinnt? Dies geschieht sehr schnell. Der Islam ist ein soziales und politisches System, ebenso wie eine Religion. Das ist etwas, was von den regierenden Eliten weder angenommen noch verstanden wird. Und das bedeutet, dass sie nichts tun, um ihn zu stoppen. Und so gibt es bereits Enklaven in etlichen Gebieten Europas, wo das Gesetz des Landes tatsächlich beiseite geschoben wurde und die Scharia an seiner Stelle steht. Und diese werden immer weiter wachsen, bis die einzelnen europäischen Regierungen sich entscheiden müssen, ob sie die Scharia vollständig akzeptieren oder ihr Voranschreiten stoppen. Wir hören die ganze Zeit, Islam heißt Frieden. In der Gedächtniskirche sagte vor wenigen Minuten ein Imam, es gibt nur eine Botschaft im Koran: Friede, Friede und nochmals Friede. Was halten Sie davon? Ich denke, dass Islam auf Arabisch Unterwerfung bedeutet und dass der Imam lügt. Im Koran gibt es keinen Frieden für irgendjemanden, außer für muslimische Glaubensgenossen. Sowohl im Koran als auch im ganzen Islam gibt es eine klare Trennung zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Sura 48, Vers 29 sagt, Mohammed ist der Apostel des Islam. Die, die ihm folgen, sind barmherzig gegeneinander, aber unnachsichtig und mitleidlos gegenüber den Ungläubigen. Und es heißt, dass die Ungläubigen die abscheulichsten aller Geschöpfe sind. Sura 98,6. Sura 9,29 präzisiert, dass Moslems selbst gegen Juden und Christen kämpfen müssen, bis diese sich den Regeln des Islam unterwerfen, eine Steuer bezahlen und ihrer grundlegenden Rechte beraubt werden. Sie müssen sich nach den Regeln des Verses unterworfen fühlen. Und das ist kein Frieden nach irgendeinem Standard, den die westliche Welt oder alle anderen Nationen, die 1948 die universelle Erklärung der Menschenrechte unterzeichnet haben, anerkennen würden. Nun kommen viele muslimische Einwanderer nach Europa. Wie können die freien und demokratischen Länder mit dieser wachsenden muslimischen Bevölkerung umgehen? Wir müssen die islamischen Gemeinschaften in Europa und den USA dazu aufrufen, anzuerkennen, dass es diese politischen Aspekte des Islam gibt, die vom Standpunkt der Menschenrechte her problematisch sind. Wir müssen sie auffordern, diesen endgültig, eindeutig, offen und ehrlich abzuschwören und dies durch Taten zu untermauern. Diese sollten die Organisation von Programmen in Schulen und Moscheen in Europa beinhalten, die gegen diese Aspekte des Islam lehren und die unterstreichen würden, dass Moslems mit Nicht-Moslems in Frieden unter einer nicht-muslimischen Regierung zusammenleben müssten, und zwar gleichberechtigt, ohne zu versuchen, eine Dominanz des Islam zu schaffen. Dies ist nur der erste Schritt. Aber das sollte bereits der erste Schritt in den 70er Jahren gewesen sein, als die massive muslimische Einwanderung begann. Aber nun ist die Situation viel weiter fortgeschritten. Die Dringlichkeit ist noch größer, dass diejenigen, die nach Europa kommen, sich an europäische Werte halten, beziehungsweise die nach Amerika kommen, sich an amerikanische Werte halten, inklusive der universellen Menschenrechtsstandards. Andernfalls sollten sie als eine Gruppe gesehen werden, die sich in Rebellion gegen die Gesetze des Staates befindet. Nun haben wir ein großes Problem. Der Koran ist nach dem Glauben der Moslems das direkte Wort ihres Gottes Allah, das nicht verändert werden darf. Wie können wir also mit dieser Religion umgehen? Diejenigen, die glauben, man müsse den Koran wörtlich nehmen, sollten eine Wahl treffen oder sollten dazu gedrängt werden, eine Wahl zu treffen, sich uneingeschränkt an die Regeln des Landes zu halten, nicht das islamische Gesetz hierher zu bringen und nicht die sogenannten Ungläubigen als Minderwertige diesem Gesetz unterwerfen zu wollen. Wenn sie das nicht akzeptieren, sollte man sie hier nicht willkommen heißen. Für die Zukunft möchte ich nicht die Möglichkeit ausschließen, dass eine nicht wörtliche Interpretation des Koran auftaucht. Nicht, dass das leicht wäre oder dass diese eine breit gestreute Akzeptanz finden würde. Aber diejenigen, die fähig wären zu demonstrieren, und zwar nicht nur zu sagen, sondern auch wirklich zu demonstrieren, dass sie diese Aspekte des Koran nicht akzeptieren, sollten dann auch bleiben dürfen. Sie haben eine Flagge Israels. Denken Sie, dass Israel ganz vorne gegen den Dschihad kämpft?
Ja, Israel steht im Kampf gegen den Dschihad an vorderster Front. Und der Grund, warum es keine Möglichkeit einer vertraglichen Regelung zwischen Israel und den Palästinensern geben kann, liegt in der Dschihad-Doktrin der islamischen Vorherrschaft, die lehrt, dass keine Regierung, die nicht der Scharia entspricht, ein Existenzrecht besitzt. Besonders eine von Nicht-Moslems auf Moslemland oder was sie für Moslemland halten und besonders eines, das von Juden regiert wird, von denen der Koran in Sure 582 sagt, sie seien die schlimmsten Feinde der Moslems. Und so müssen sich alle freien Menschen, die die Gleichheit aller vor dem Gesetz wertschätzen, alle Menschen, die die Freiheit der Rede und des Gewissens und alle diese Dinge, die von der Scharia verleugnet werden, wertschätzen, müssen mit Israel zusammenstehen. Und sie müssen einsehen, dass unser Kampf derselbe ist, ob wir nun in Deutschland oder in den USA oder in der Westbank oder in Gaza sind. Was machen Sie für Erfahrungen mit Politikern in den USA? Hier in Deutschland wollen die allermeisten Politiker den Islam nicht als Gefahr sehen. Wie ist es in den USA? Es ist genauso schlimm. Die Politiker sind vollkommen abgehoben. Sie verstehen überhaupt nicht, dass der Islam einen politischen Aspekt hat und noch weniger, dass er die Vorherrschaft anstrebt. Das Einzige, was sie verstehen, ist, dass er eine Religion ist. Und weil er eine Religion ist, haben sie ihn genauso, ja sogar bevorzugt behandelt, wegen der vermeintlichen Rassenfrage. Aber sie haben ihn im Prinzip genauso behandelt wie andere Religionen. Das Problem ist, dass andere Religionen wie Christentum, Judentum, Buddhismus oder Hinduismus kein vorherrschaftliches Regelwerk haben, um Ungläubige zu unterwerfen, der Islam aber wohl. Doch die Politiker in Amerika sind sich dieses Problems genauso wenig bewusst wie Politiker anderswo. Was halten Sie von Geert Wilders? Er spricht als einer der ganz wenigen Politiker in Europa Islamkritik offen aus. Nun, ich bin ein großer Bewunderer von ihm und wünsche ihm jeden Erfolg. Ich hoffe, er wird in naher Zukunft der nächste Premierminister der Niederlande und fängt an, den europäischen Trend umzukehren. Was sagen Sie den Leuten in Deutschland, die etwas gegen die Islamisierung tun wollen? Sie sollten niemals die Hoffnung verlieren, denn ich denke, diejenigen, die die Freiheit und die Menschenwürde lieben, werden letztendlich an einem bestimmten Punkt erkennen, dass das islamische Gesetz diesen Ideen entgegensteht und sie werden aufstehen. Und wenn es so weitergeht, werden hier viel mehr Leute sein. Thank you very much. Thank you.